Zusätzlich zur medikamentösen Therapie und zur Psychotherapie gibt es noch viele andere Therapiemethoden, die Sie gemeinsam mit Ihrer Ärztin, mit Ihrem Arzt auch einsetzen können, anwenden können, besprechen können. Es gibt zum Beispiel eine Lichttherapie, eine sehr interessante Therapie, vor allem auch in der klassischen Herbst-Winterzeit, wenn es dunkel ist, wenn es kalt ist, wenn es grau ist. Da hilft das Licht sehr, sehr viel, weil das innere Schlafhormon, das uns beruhigt, das uns müde macht, ein bisschen schneller auch abgebaut wird und das eine Lichttherapie sehr, sehr empfehlenswert. Es gibt als nächstes zum Beispiel eine Schlafentzugtherapie. Das klingt sehr komisch und sehr interessant, ist aber eigentlich nur, dass dieser aus dem Ruder, aus dem Gleichgewicht geworfene Schlafrhythmus wieder angeglichen wird. Und da sagt man ganz grob, besser nur wenige Stunden und das aber erholsamen und guten Schlaf, wie die ganze Nacht wach zu liegen. Es gibt Therapiemethoden zum Beispiel aus der Elektrostimulationstherapie, die sogenannte Elektrokonvulsionstherapie, auch eine sehr etablierte Therapieform, wo man dieses Ungleichgewicht und das Durcheinander der Nervenimpulse und der Nervenbahnen wieder synchronisiert und ausgleicht. Und dann gibt es ganz viele Therapien, die auch das Kognitive unterstützen, eine Bewegungstherapie, es gibt eine Sporttherapie, eine Gruppentherapie, auch das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt dann noch Magnetstimulationstherapien, also da gibt es noch sehr, sehr viele technisch unterstützende Verfahren, die man auch annehmen kann, wenn man das gemeinsam auch mit dem Arzt bespricht. Schlafentzugstherapie ist schon eine seit vielen, vielen Jahren oder Jahrzehnten etablierte Therapie. Man versucht, das Ungleichgewicht, das durcheinandergekommene Schlafprofil wieder zu synchronisieren, zu ergänzen. Das kann dann insofern helfen, dass man auch die negativen Gedanken in der Nacht wieder verbessert, dass es wieder zum erholsamen Schlaf kommt und dass man vor allem wieder die Energie gewinnt und dadurch eigentlich diesen Rhythmus zuerst vielleicht kurzzeitig irritiert, aber dadurch dann wieder sozusagen bei Null hochfährt und man wieder in einem gesunden, in einen natürlichen Schlafrhythmus kommt. Lichttherapie, auch eine sehr etablierte Therapie, die man oft zusätzlich ergänzend unterstützen und annehmen kann. Es gibt gewisse Geräte, die mittlerweile das natürliche Sonnenlicht imitieren, so ähnlich wie eine Höhensonne, ein Gerät, das man in der Früh aufstellt, nach dem Wachwerden, nach dem Aufstehen eine halbe Stunde neben sich hinstellt, einmal in einer Minute kurz in diese Lichtröhren hineinschaut. Das Gute daran ist, es ist unterschiedlich zum künstlichen Licht ein natürliches Licht. Es hat eine gewisse Lichtintensität, dass das natürliche Tageslicht, das Sonnenlicht imitiert. Dadurch verbessern sich die Botenstoffe, dadurch können schneller auch Botenstoffe abgebaut werden, wiederum zur Verfügung gestellt werden und die antidepressive Wirkung durch Wachheit, durch Agilität und durch vermehrten Antrieb stellt sich dann wieder ein.